Hallo Freunde chinesischer Unterhaltungselektronik. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, noch ein letztes Video 2017 für euch hier anzufertigen. Und zwar mit meinem Laptop 12,3 Zoll Notebook. Ein super Teil. Mit dem Gerät habe ich im Übrigen auch das letzte Video geschnitten. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Ich dachte, das Ding hätte zu wenig Leistung dafür. Aber es hat funktioniert. Nun, ich hatte ja im letzten Video euch schon gedankt für ein sehr erfolgreiches Jahr 2017. Na, hat Spaß gemacht. Dass ich wegen euch hier meinen Kanal, ich mache hier gerade viele Gesten, die seht ihr gar nicht, dass ich für euch hier einen Kanal aufziehen durfte. Ja, und meine Website natürlich auch. Ich wollte euch nochmal erinnern, dass ein aktuelles Giveaway noch im Laufen ist. Und für die, die immer nicht wissen, wie man da hinkommt, geht auf moschus.de und ich bin gar nicht eingeloggt, ist aber egal. Und dann hier Giveaways. Und da seht ihr überhaupt alle Giveaways, die aktuell sind. Und das sage ich euch jetzt an der Stelle auch nicht ohne einen gewissen Hintergedanken. Ich habe mich darüber Gedanken gemacht. Aktuell ist das HTC Advantage hier im Giveaway, das läuft jetzt aber auch nicht mehr lange, das endet am 1. Ja, direkt nach Silvester. Das ist nicht fantastisch. Ein super Teil, könnt ihr euch angucken, könnt ihr euch immer noch anmelden, einfach reinschreiben, so wie Klugscheißer zum Beispiel oder Fusenich oder Rescue 112, dass ihr halt mitmachen wollt und dann geht das klar und seid ihr dabei. Ich kann auch an der Stelle nochmal betonen, bitte. Meldet euch im Forum, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, aber das ist für mich nicht so übersichtlich. Das nächste Giveaway, das werde ich tatsächlich das erste Mal, naja, an einer gewissen Voraussetzung binden, weil das ist ja noch ein kleiner, recht kleiner Kanal. Ich bin jetzt so bei knapp über 7000 Abonnenten und ich will nicht zu viel spoilern, aber ich werde auch auf jeden Fall noch kleinere Giveaways machen, aber ich habe vor, ein großes zu machen und das will ich euch mitteilen. Es wird wunderbar. So viel kann ich euch verraten. Ab 10.000 Abonnenten. Ja, ich werde auf jeden Fall ein 10.000 Abonnenten Giveaway Special machen. Und da haue ich dann wirklich mal was richtig Geiles raus. Das habe ich auch schon. Ich habe mich schon festgelegt. Ich werde es nur noch nicht verraten. Aber es wird natürlich wieder ein prachtvoller Vertreter chinesischer Unterhaltungselektronik werden. Definitiv. Es wird super. Ja. Aktuell hat die HTC Advantage auch ein feines Teil, aber glaubt mir, was ich dann bei den 10.000 Abo Special mir hab einfallen lassen, wird definitiv den kleinen T-Mobile Armee hier in den Schatten stellen. Wird fantastisch. Was ich jetzt im letzten Video auch vergessen hatte, tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid. Den Ronny von Nutzheaven danke ich natürlich auch. Wir haben 2017 uns gegenseitig gut unterstützt. Ich finde es fantastisch, wie sich sein Kanal entwickelt hat. Und er ist auch für mich ein Vorbild. Nerd7, ich verlinke euch seinen Kanal nochmal in der Videobeschreibung. Er ist im Moment ehrlich gesagt dort, wo ich 2018 auf jeden Fall hin will. Er arbeitet ja zusammen mit den Kai, die bilden ein super Team. Und hatte ich, wie gesagt, im letzten Video vergessen. Morgen ist Silvester, ne? Je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Natürlich dann früher oder später, beziehungsweise früher wahrscheinlich nicht, aber eher später oder es ist bereits vorbei. Und was ich euch auch noch näher bringen wollte, ich habe die letzten Tage von Gearbest, ich habe dort eine Ansprechpartnerin, wieder Gutscheincodes bekommen, auch für viele Geräte, die ich schon vorgestellt habe. Und ich weiß nicht, das geht ja manchmal ein bisschen unter, weil ich stelle das hier auf meiner Homepage in der Regel nur die Flash-Sale-Aktion vor. Oder manchmal schreibe ich einen Artikel, wo ich das Ganze ein bisschen zusammenfasse. Unter anderem halt auch über den Cube Thinker. Und im Übrigen, das wollte ich euch auch noch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Ich habe den ja bestellt, weil das Gerät, also das Notebook, ich habe ja wie gesagt selber im Moment immer noch das Chewy und der Cube Thinker stellt das Labbook aber auch nochmal in den Schatten. Und dabei ist das Chewy auch schon ein ganz Teil. Ihr könnt euch darauf freuen, habe ich bestellt. Und es ist extrem ärgerlich, weil ohne Mist, ich habe den für 485 Euro, das war ein Flash-Sale gewesen, der Cube Thinker, wo ich dachte, meine Güte, das ist ein Top-Preis, war aus China. Gut war mit Priority Mail, das heißt, ich kriege das dann auch über Germany Express dann schon zollfrei und sowas. Aber einen Tag später, und das habe ich auch bloß durch den Zuschauer mitbekommen, ja, Angebot. Cube Thinker aus dem EU-Lager, wo ich nur 2 bis 5 Werktage warte, ja, und versandkostenfrei, ja, und dann auch noch billiger. Ne, ist das nicht super? Und ich warte jetzt, bis das Teil aus China angeschippert kommt und hab da 10 Euro mehr bezahlt. Einen Tag später kommt eine Aktion. Habe ich mich kräftig drüber geärgert, aber hier mit dem Gutscheincode allerdings dürft ihr nicht vergessen, ja, sonst funktioniert das Ganze nicht. Cube Thinker ist der Gutscheincode. Könnt ihr in der Kaufabwicklung eingeben und dann kostet das gute Stück aus dem EU-Lager eben nur noch 472 Euro. Kommt viel schneller
Und EU-Lager ist genau auch das Stichwort. Denn in der Regel sind die Gutscheincodes, die ich bisher bekommen habe, immer für Produkte gewesen, die in China vorrätig sind. Aber das ändert sich gerade. Ich habe jetzt einen Haufen Gutscheincodes bekommen, wo die Preise, das schwankt dann ein bisschen. Manche sind tatsächlich nicht ganz so günstig dann, so wie aus einem China-Lager. Macht ja auch Sinn. Ich meine, Gearbest muss den Kram nach, die haben ja mehrere Lager hier. Die haben Tschechei auf jeden Fall eins, in Polen auch noch. Und dann müssen sie das ja erstmal hierher bringen und dann müssen das hier einlagern, das muss alles verwaltet werden, das kostet alles einen Haufen Kohle. Deshalb sind die Geräte aus dem EU-Lager, erstmal ist das Angebot in der Regel wesentlich eingeschränkter und zweitens sind die Geräte meistens deutlich teurer. Und deshalb finde ich es umso krasser, beziehungsweise geiler, auch für euch vor allem, dass ich jetzt Gutscheincodes dafür bekommen habe, denn dann wird es ja wieder billiger, nicht wahr? Auch für Geräte, die ich eben vorgestellt hatte. Ich bin mir nicht sicher, das habe ich nicht hingeschrieben, aber hier zum Beispiel das Freer X9, ein super geiles Tablet, so muss man so sagen, wie es ist, ja. Und 145 Euro aus dem EU-Lager kommt viel schneller, sowas wie Einfuhr, Umsatzsteuer, also Zollgebühren auch bekannt, auch wenn es keine echten Zollgebühren sind. Das fällt da nicht an, weil es bereits eingeführt ist in der EU. Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Gedanken zu machen und es kommt wirklich dann extrem schnell. Und hier das Kika-Mix. Ja, muss wahrscheinlich gut gelaufen sein, das mit dem Kika-Mix. Waren wahrscheinlich viele dann bestellt. Ich hatte ja schon meinen Gutscheincode bekommen. Muss ich jetzt weiter runterscrollen, ich weiß nicht genau, wo das war, aber ich glaube, das war auch um die für nur, ja, 76 Euro, okay, das ist aus China. Und ich weiß ja, dass da viele unter euch sind, die trauen dem Braten dann nicht, wenn das alles direkt aus China kommt. 89 Euro ist für das Kika Mix immer noch ein absoluter krasser Preis bei den technischen Daten. Und aus dem EU-Lager 89 Euro, braucht ihr hier nur in das Topic reinzugehen und dann ist dann hier der Gutscheincode. Ich habe das Review dazu schon gemacht, sonst möchte ich euch das jetzt hier nicht näher bringen. Müsst ihr jetzt diesen Gutschein Leckerkibikispel eingeben. Hier ist nochmal der Kauflink. Und dann kommt es, ich glaube, das war auch aus der Tschechei. Spielt eigentlich kaum eine Rolle, denn für euch ist nur eins wichtig, muss aus der EU kommen. Hier EU4, EU6, das sind dann die verschiedenen Lager. Es spielt aber, wie gesagt, für euch keine Rolle. EU steht vorne, das ist wichtig, der Rest vollkommen egal. Dann in der Kaufabwicklung, ich kann ja hier mal das kurze Modell. Das ruckelt jetzt ja alles so ein bisschen, weil ich will jetzt meine ganzen wertvollen Tabs hier nicht zumachen. Es sind sehr viele Tabs. Ich habe recherchiert ohne Ende, weil ich über Weihnachten jetzt dafür auch ein bisschen Zeit hatte. Und weil ich selbst zum Beispiel auch einen neuen Drucker gesucht habe. Und ja, deshalb kann sein, dass es jetzt alles hier ein bisschen ruckelig läuft. So, da haben wir das jetzt hier im Einkaufswägelchen. Abgesehen davon, Leute, mal ganz kurz Themawechsel. Ich habe Probleme mit meinem Firefox. Ist ja jetzt Firefox Quantum. Und jetzt nicht nur auf dem Notebook, auf meinem Computer habe ich genau das ist noch viel krasser, dass Firefox plötzlich 5 GB Arbeitsspeicher belegt oder 6 und 100% CPU-Auslastung. Klar, ich habe da meistens schon eine Reihe von Tabs offen, aber das ist super nervig. Ich weiß nicht, was ich da im Moment tun soll. Ich werde demnächst wahrscheinlich einen Browser wechseln, wenn das weiter so geht. Denn auf dem Notebook habe ich das jetzt auch. Wie gesagt, okay, ich habe viele Tabs offen, aber das war früher nie ein Problem gewesen. Falls ihr, ich habe mal ein bisschen recherchiert, nicht gefunden. Wenn ihr da die gleichen Probleme habt und eine Lösung dazu kennt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin echt am Verzweifeln. Zurück zum Thema. Hier, Promotion Code. Da fügt ihr das dann einfach ein. Den Gutscheincode, den ich hier geschrieben habe. Also einfach kopieren. Das dauert jetzt hier alles ewig. Hätte ich vorher mal den Firefox mal kurz schließen sollen. Dann auf Apply drücken und dann wird der Preis hier unten halt nach unten korrigiert. Das ist jetzt bei 112 Dollar. Und danach geht er halt auf die 89 Euro. Und das auch noch versendkostenfrei. Und dafür kriegt ihr ein richtig geiles Handy. Und da müsst ihr nicht mal ewig warten. Ich weiß, dass das derzeit ein kleines Problem ist. Ich habe jetzt auch eine E-Mail für die letzte Bestellung zum Beispiel bekommen, wo dann drin steht, hier über einen Jahreswechsel kann sich das alles verzögern. Naja, logischerweise Feiertage, ne, auch bei den Versand, bei den Spediteuren und so. Aber wahrscheinlich auch wegen den hohen Versandaufkommen. Habt die Probleme, habt ihr hier dann nicht. Ist ja alles schon in der EU. Das heißt, der längste Versandweg ist damit schon abgefrühstückt. Und dann kriegt ihr einfach mal ein super geiles Telefon. Könnt ihr euch das Video angucken. Ich denke mal, das Ligu Kika Mix, das kennen jetzt schon viele. Und da habe ich dann hier aber auch jede Menge andere bekommen in letzter Zeit. Habe ich dann hier einfach alles reingeknallt. Ja. Oh ja, ich habe ja, mein Monitor kriege ich ja auch hoffentlich bald. Auf den freue ich mich schon übel. Jetzt habe ich auch einen Gutscheincode bekommen. Ja, ich habe noch 280 Euro bezahlt im Flash Sale. Hier kostet dann noch 263 mit dem Gutscheincode. Wenn im Übrigen mein Gutscheincode nicht funktioniert, schreibt mich einfach an. Hier im Forum könnt ihr das dann einfach schreiben. Kriege ich eine Nachricht, wenn jemand was geschrieben hat. Und dann kann ich fragen, wegen Verlängerung ist, denke ich, bei mir dann auch nicht so das Problem. Hier, Ulefone Mix und viele Sachen eben, habe ich dann meistens reingeschrieben, wenn es im EU-Lager ist. Hier das Tablet, was haben wir hier noch Feines? Das Tor Plus! Das Tor Plus, das habe ich auch erst vorgestellt. Das ist so ein geiles Alltagstelefon.
genügend Leistung, ein riesiger Akku, trotzdem noch vernünftig in der Größe und auch im Gewicht, vernünftig definitiv, könnt ihr euch auch dazu das Review anschauen. Alltagstest hatte ich dazu ja durch, 6200 mAh, ist wirklich schon abartig viel. Und dann gibt es das Teil, jetzt wie gesagt, hier auch aus dem EU-Lager, 411 Euro, das ist ziemlich geil. Finde ich gut, dass da jetzt Gearbest insofern reagiert hat, als dass es eben in letzter Zeit eben Probleme gab bei den Bestellspitzen. Ja, haben ja viele von euch mitbekommen, nach dem Black Friday und jetzt Cyber Monday, gab es ja Probleme mit der Versandzeit. Und finde ich gut, dass sie jetzt reagiert haben, dass jetzt vieles im EU-Lager verfügbar ist und dann mit den Gutscheincodes dann auch noch richtig günstig, in der Regel noch günstiger als ein Flash-Sale und manchmal sogar echt günstiger als direkt aus China. Kommt halt auf das Angebot drauf an und damit wesentlich schneller bei euch zu Hause ist. Ja. Gilt halt nur für die Auswahl an Geräten, die halt... Ah, mein Internet ist weg. Ach Mann, okay gut. Damit kürzen wir das Ganze jetzt ab. Zum Glück braucht mein Aufnahmeprogramm kein Internet. Ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen in der ländlichen Umgebung, ich mal selbst ein bisschen zu erklären, weil die ganze Umgebung hier anders. Ich bin nicht in meinem Studio, deshalb auch die Kopfhörer und die ganze Aufnahmetechnik jetzt hier mit meinem Notebook, weil ich bin jetzt hier in der ländlicheren Umgebung. Und das Haus hier ist ein echter Bunker. Und ich habe ständig kein Internetempfang. Das ist ziemlich nervig. Ja, gut, also wisst ihr Bescheid, guckt einfach im Forum nach. Unter Marktplatz, ha, das hier ist noch offen, mein Internet ist immer noch weg, einfach unter Marktplatz und da sind dann weg die ganzen Gutscheincodes für alle möglichen interessanten Produkte. Die meisten davon habe ich vorgestellt und könnt ihr dann selbst entscheiden, ob euch da was gefällt. Nur bevor ihr dann, halt, nur für den Fall, dass halt einer von euch was bestellen möchte, dass ihr da vorher guckt, ob es einen Gutscheincode gibt, mache ich ehrlich gesagt auch fast immer. Nur finde ich meistens mal nichts, dann bestelle ich es und danach kriege ich einen Gutscheincode dafür für euch. Dann habe aber selbst noch volles Programm bezahlt. Naja, was soll's. Ich hab's ja. Nee, ich hab's nicht. Und eben die Erinnerung, also das heißt die Erinnerung, das ist ein kleiner Spoiler. Also bei 10.000 Abonnenten will ich da wirklich mal was Besonderes rausknallen. Ja, ein besonderes Giveaway. Ja, wird dann auch nicht ewig gehen. Aber bei den 10.000 Abonnenten, die erreicht sind, dann starte ich's. Und dann geht das, keine Ahnung, 12 Tage oder sowas, damit jeder mitbekommt, jeder die Chance hat, auch mitzumachen. Und bis dahin werde ich aber natürlich trotzdem noch das ein oder andere kleinere Giveaway machen, meine kleinere Smartwatch oder so. Da muss ich mal schauen, was ich dann als nächstes mache. Jetzt erstmal werde ich dann Neujahr den Gewinner für den T-Mobile Ameo Minicomputer veröffentlichen und danach müsst ihr dann einfach im Forum schauen. Gibt es natürlich ein neues, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt dauert, bis ich da die 10.000 Abonnenten zusammenbekomme. Nur als kleiner Spoiler. Nun denn, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Ich danke euch nochmal für das Jahr 2017. Auch das mit der Internetseite hier, dass da jetzt so viele sich im Forum tummeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles möglich ist. Ja, guck mal, 12 Gäste online, das ist doch fantastisch. Da freue ich mich wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles möglich ist, dass das alles mal so gut von euch angenommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2018. Nicht nur wegen euch, wegen der Community, sondern auch wegen der Entwicklung der chinesischen Technik im Moment. Also, wenn man bedenkt, wie das 2017 entwickelt hat, ja, ich bin ja schon lange dabei, länger als mein Kanal, und da bin ich echt gespannt, wie krass sich das noch 2018 entwickelt wird. Was die sich dann auch einfallen lassen. Ich danke natürlich meinen Patreon-Unterstützern, die jetzt ja immerhin auf 3 angewachsen sind. Finde ich wirklich geil, dass es da welche gibt, die mich so direkt unterstützen. Ganz vorneweg natürlich Joshua, der total konstant jetzt schon dabei ist. Ronny habe ich ja schon gedankt, meinen Partnerkanal nordseven.de, die gut dabei sind. Wie gesagt, die sind auf jeden Fall dort, wo ich auch hin will, 2018. Ich eifere da fleißig nach, will mir jetzt auch noch bessere Audiotechnik zulegen. Deshalb hier Rode, Nikon und so, da habe ich ein bisschen recherchiert. Noch nichts bestellt, weil das immer so kompliziert ist. Aber ich habe schon meine erste Frage abgeschickt. Ich muss mich genauso da mal informieren über Technik, die ich mir dann holen möchte. Wer weiß, das nächste Video werde ich vielleicht schon mit neuer Audiotechnik machen. Bin ich selber gespannt, ob ich da mal was gebacken bekomme. Nun denn, genug Dankesagungen an euch allen. Wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns alle zum nächsten Technikvideo wieder. Und eins habe ich tatsächlich vergessen, aber deshalb drehe ich jetzt nicht das ganze Video neu. Ich würde euch fragen, was ihr davon haltet, wenn ich Merchandise anbieten würde. Ja.
Ich weiß, dass Ronny das anbietet und habe überlegt, das auch zu machen. Aber ich dachte mir, bevor ich da jetzt wirklich so viel Zeit in ein Projekt investiere, weil ich wenig Zeit habe, ich will ja für euch Videos machen, wollte ich euch erstmal fragen, was ihr davon haltet, ob ihr an Merchandise interessiert werdet. Ja, auch so T-Shirts, Tassen und sowas. Ihr kennt das ja sicherlich von anderen Kanälen. Vielleicht mache ich da jetzt sogar eine Umfrage, wenn ich es nicht vergesse, rechts oben. Ansonsten schreibt es bitte einfach in die Kommentare oder ins Forum. Gut, das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.